Grüß euch, mein Name ist Tom und das ist TomTalk heute bei Fluchtwagen Vans & Trucks. Mein Opel Movano, was wird daraus, was bauen wir damit und vor allem, wie geht's hier auf Fluchtwagen weiter, das und mehr nach dem Intro. Ja Freunde, heute stelle ich euch meinen Opel Movano vor. Ich habe wirklich lange überlegt, welches Nutzfahrzeug ich mir kaufen soll. Schlussendlich ist es der Movano geworden. Erstens, weil er nicht weiß ist und zweitens, weil er einfach die perfekten Maße für einen Motorradtransporter hat. Hier auf Fluchtwagen Vans & Trucks möchte ich euch genau zeigen, was ich damit auch jetzt umbaue, was ich da machen werde und es wird ein sehr lustiges und tolles Projekt und da könnt ihr auch viele Videos gefasst machen. Ab sofort nämlich wöchentlich hier auf Vans & Trucks ein Video. Ja, 6-Gang haben wir. Wir haben das klassische Lenkrad. Wir haben hier unten den Radioregler, sage ich mal, womit wir Anrufe und so weiter lösen können. Hier oben ist, glaube ich, auch das Mikrofon eingebaut. Ich muss aber sagen, das Mikrofon von dem Fahrzeug ist richtig schlecht und ist eigentlich nicht zu gebrauchen. Also man kann hier nicht wirklich gut bei der Fahrt telefonieren. Hier drüben haben wir Apple Karten bzw. Apple Maps. Ist ganz praktisch, einfach um zu sagen, sich zu navigieren von A nach B. Und natürlich haben wir auch das Radioelement. Das klassische brauche ich aber eigentlich schon bald, ich Apple CarPlay habe nicht mehr. Einziges Problem, wir haben kein induktives Laden, das fände ich noch cool. Das hat, glaube ich, das Nissan Modell. Kann das, oder ich glaube, der Opel kann das auch noch als Zubehör dazu bestellt bekommen, dass man hier induktives Laden hat. Ist ein bisschen schade, hätte auch haben können, braucht es aber im Endeffekt nicht. Ansonsten laden wir natürlich über das ganz normale iPhone-Kabel. Wir haben hier überall Ablagefläche, auch hier unten haben wir Ablagefläche und hier drüben natürlich auch. Einen kleinen Mankopunkt hätte ich noch anzumerken. Ich würde mir mehr USB-Slots wünschen, also ich hätte gerne hier drüben einen USB-Slot, weil dann könnte ich mein Handy hier unten reinlegen und müsste nicht immer hier oben so prägnant das USB-Kabel einstecken. Aber ja, Luxuswünsche von mir. Hier oben haben wir auch genug Platz, man sieht es eh, da habe ich schon meine Jacke reingestopft. Normales Licht, auch ein Funzellicht, gehört auch zur LED-Technik ausgetauscht. Ich werde mal schauen, was wir da alles umbauen in LED-Technik. Hier oben haben wir noch ein Sonnenbrillenfach und das ist so der klassische Transporter, Dreisitzer, den man sich kaufen kann. Und ich habe gesagt, wir gehen jetzt mal nach hinten und schauen mal da, was wir da so entdecken können. So, jetzt geht es dann natürlich schon ans Ausladen, denn wir haben immer einiges dabei. Müssen wir natürlich aufsperren. Die ersten zwei Betten stehen natürlich direkt drin. War klar, dass ich die sofort einlade. Ausladen, ganz easy. Wir haben jetzt mal hier grundsätzlich mal schon zwei Wippen herinnen. Warum zwei Wippen? Einfach aus einem Grund. Jedes Motorrad in eine Wippe rein, dann steht schon, dann kann man alleine zwei Motorräder ein- und ausladen, ohne irgendwelche groben Probleme. Ansonsten habe ich hier jetzt noch die falschen Spanngurte, also die normalen klassischen Spanngurte. Stört mich ein bisschen, ich möchte mir wieder die kurzen Spanngurte kaufen, aber die hatte ich jetzt noch über und die nutze ich jetzt sozusagen noch, bis die neuen dann da sind. Ich habe gedacht, ich starte einfach mal mit dem Ausladen und danach messen wir mal die Ladefläche aus, wie viel Platz wir jetzt wirklich da drinnen haben. Also, gehen wir nach hinten zum Ausladen. So gemütlich, endlich genug Platz zum Ausladen. Und hier haben wir eine schmale Rampe hingelegt, die ist mit Expander gesichert, dass sie nicht herumrutscht und zusätzlich haben wir noch so eine Rutschmatte dazu gekauft, dass es wirklich nicht mehr herumrutscht. Rampe platzieren, eben, ich habe mir jetzt hier die Anti-Rutschmatte hergelegt, damit das ganze Zeug nicht herumrutscht und dann laden wir die erste gleich aus. Hinten habe ich sie jetzt gar nicht gesichert, theoretisch müsste man nach rechts oder links das Motorrad nochmal sichern, aber im Transporter braucht man es nicht unbedingt, weil die Motorräder nicht herumhüpfen. Im Anhänger ist es wieder ganz anders. Gerade da ist es wichtig, dass man wirklich an vier Punkten das Motorrad fixiert, weil sonst hüpft er das herum und dann hüpft es ineinander. Im Transporter ist das ein bisschen praktischer und geht ein bisschen schneller, muss man ehrlich sagen. Das Schöne ist, ich kann es jetzt wirklich alleine ausladen, ohne dass ich irgendeinen zweiten brauche. Ich muss nur aufpassen, dass ich jetzt hier keinen Vorzeigefehler mache. So. Spanngurt 1 ein bisschen lockern und dann Spanngurt 2 ein bisschen lockern. Jetzt steht das Motorrad frei komplett und ich kann das sozusagen einfach herausholen. Ich mache sie meistens bei der Gabelbrücke an, die Motorräder. Liegt einfach daran, dass es bequemer ist und eigentlich auch schnell geht und vor allem die Motorräder auch stabil genug sind, dass man die da anmachen kann. Sobald das nicht ausgeladen ist, kann ich euch dann zeigen,
wie das Ganze ausschaut mit Größe des Innenraums. Aber ich glaube, ihr habt schon ein gutes Bild bekommen dafür, dass man hier wirklich locker zwei Motorräder reinbringt. Und das egal, ob das große, kleine Mopeds sind, die gehen alle da rein. Das ist so herrlich. Also ich glaube, bis zu zwei Adventure-Mopeds passen hier gut rein. Und dann kann man nach hinten rausrollen. Ich muss gestehen, ich bin noch nicht ganz zufrieden mit der Rampe. Ich weiß nicht, ob ich mir vielleicht doch wieder eine dickere und breitere Rampe organisiere. Dann rollen wir gemütlich hier raus. Und es ist jetzt schon erstes Moped, das hier draußen. Was bei Transportern, Pickups, Vans immer ein wichtiger Fakt ist und nicht immer ganz klar aus den Anleitungen herausgeht, ist, wie groß ist die Ladefläche. Und deshalb möchte ich hier bei Fluchtwagen in Zukunft alles für euch ausmessen, was relevant ist. Und dazu zählt eben die Ladefläche. Wie weit kann ich einladen? Wie hoch ist es am höchsten Punkt? Wie hoch ist es am schmalsten Punkt? Wie hoch oder wie breit ist es? Wie schmal ist es? Also das werde ich für euch immer ausmessen und dafür haben wir uns ein Lasermessgerät geholt. Okay, lass uns anfangen mit der Höhe und da erstmal hier mit der Höhe. Am höchsten Punkt haben wir 1,72 Meter und an der tiefsten Höhe haben wir, also mit diesen Baken, haben wir 1,68 Meter an der Höhe. Wichtig auch hier, wir haben hier zwei Radkästen und die sind, finde ich, auch immer wichtig, wie viel Platz da dazwischen ist. Da haben wir 1,37 Meter. Die Länge runter, Kante nach vorne, haben wir beim LA1H1 2,51 Meter an gesamter Länge. Also ihr merkt schon, wir haben verschiedene Längen und Höhen. Einzige Problematik, wir haben hier natürlich eine kleine Schwelle drinnen. Das stört uns aber beim Motorradverladen nicht, beziehungsweise der Innenraum ist diese Schwelle auch nicht. Diese Schwelle ist nur hier in dem Bereich und man kann da schön mit zwei großen Motorrädern reinfahren ohne Probleme. Auch was wichtig ist, in unserem Fall haben wir uns geleistet zwei Türen rechts und links. Warum? Weil es herumfriemeln an die Motorräder einfach so viel leichter geht, wenn man zwei Türen hat. Und was wir auch haben, wir haben uns hier vorne zusätzliche Ösen montieren lassen, die sozusagen unser Leben ein bisschen erleichtern. Und was natürlich auch ein wichtiger Fakt ist, wie breit sind die Außentüren zum Einladen? Also kommt rum, dann schauen wir mal das an. Beim schmalsten Punkt der Tür haben wir hier 0,948 Meter, also 94, 95 Zentimeter. Das ist der schmalste Punkt, aber hier oben haben wir ein bisschen mehr Platz und hier unten haben wir ein bisschen mehr Platz. Beide Türen sind komplett identisch. In der Höhe haben wir hier auch wieder mit den Gummidichtungen 1,44 Meter und Achtung, beim Movano hast du hier auch nochmal so eine Aussparung, das heißt, weiter oben wird es noch ein bisschen breiter, die ganze Thematik. Laderaum, Innenbeleuchtung ist ein echter Fluch im Original. Da hat man hier solche Funzerl und ich möchte das Ganze noch zu LED-Birnen austauschen oder gesamte LED-Streifen reinsetzen. Da könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, eure Erfahrungen, was da am besten passt und am besten funktioniert. Ich habe schon ein paar Optionen, aber mal schauen, was wir machen. Bei der Verkleidung haben wir uns für eine halbhohe Verkleidung entschieden. Hier oben wird dann noch ein bisschen zusätzliches Equipment, Aufbewahrungsthema kommen. Einfach, dass wir unsere Kamera, Rucksäcke und so weiter hier raufgeben können. Da weiß ich aber noch nicht genau, wie wir das machen wollen. Das muss ich noch zeigen. Das wird auf einer Seite auf jeden Fall auch noch verkleidet. Und was auch noch mehr kommt, sind die Anti-Prellmatten, glaube ich, heißen die. Da kommen auch noch ein paar mehr ins Fahrzeug. Einfach um noch mal ein bisschen leiser zu werden. Die sind echt gut und kosten nicht die Welt. Sind schon bestellt und das Umbauvideo dazu kommt bald und vor allem den Vorher- und Nachher-Vergleich werden wir natürlich auch für euch machen. Beim Opel Movano habe ich mich für die neueste Version entschieden. Also für das Facelift-Modell mit dem neuen Motor, mit den LED-Scheinwerfern, mit 136 PS, einer 2-Liter-Maschine, also nicht mehr die 1,5, die er vorher hatte. Ein bisschen mehr PS, ich glaube 6 PS hat er jetzt mehr bekommen und auch innen hat er einiges dazu bekommen. Wir haben unter anderem neues Interieur, also wir haben neue Lüftungsschlitze mit ein bisschen Chrom, bliblablu. Das ist alles ganz hübsch und schön. Das Lenkrad ist noch das alte aus dem Movano. Was aber besonders schön auffällt, ist die neue Tachoanzeige. Die schaut halt einfach aus wie einen normalen PKW und nicht mehr, ja, wie von 1900 irgendwas. Bei der Ausstattung habe ich zusätzlich genommen das bessere Radioelement, wo man auch bereits Apple CarPlay drin hat, Parksensoren drin hat und allgemein auch ein Navi drin hat. Aber sobald man Apple CarPlay hat, ganz ehrlich, benutze ich eigentlich kein klassisches Navi mehr, sondern nur noch Apple Car. Wir haben eine ganz normale Klimaanlage dabei, da ist jetzt nichts Besonderes. Größten Mankopunkt, der hier bei dem Transporter fehlt, ist der Tempomat. Da das aber ein Vorführfahrzeug war mit einigen Kilometern schon drauf, hatte ich jetzt nicht die Optionen, Tempomaten dazu zu bestellen.
schönes Feature. Hier aber, man kann ihn nachrüsten, aber nicht von Opel direkt, sondern nur von Drittanbietern. Und ich bin noch nicht ganz so sicher, ob ich das machen möchte. Das entscheide ich dann in der Zukunft, beziehungsweise vielleicht gibt es auch unter euch schon Opel Movano-Besitzer, die den nachgerüstet haben. Und auch ein ganz wichtiges Feature, auch wenn es nicht jedem wichtig ist, aber mir extrem wichtig war, ich wollte keinen weißen Transporter. Überall fahren die Massen an weißen Transporter vorbei und da ich meinen Transporter nicht folieren möchte, aus verschiedenen Gründen, habe ich gesagt, okay, ich will einen andersfärbigen Transporter. Am liebsten wäre mir dunkelblau gewesen, gab es aber nicht bei dem Transporter jetzt. Deswegen haben wir ein mega geiles Grau. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Space Grau von Apple. Das sieht richtig cool aus, nicht nur in der Sonne, sondern auch jetzt bei Regen oder bei schlechten Witterungsbedingungen ist das ganz geil. Ich bin gespannt, wie das langzeittechnisch funktioniert und also wie langlebig die Farbe auch ist und wie das sich denn in Rost entwickelt. Denn das werden wir hier auch auf TomTour genau behandeln. Und was ich auch sagen muss, wir haben jetzt die ersten 1000 Kilometer zurückgelegt. Wie sieht es da mit dem Verbrauch aus? Aktuell haben wir 10 Liter auf 100 Kilometer. Ich muss dazu sagen, dass ich viel Autobahn gefahren bin. Also ich bin 95% der Zeit auf der Autobahn unterwegs gewesen und die geringste Zeit eigentlich auf Landstraßen. Vom Fahrkomfort muss ich sagen, hat mich das auf den ersten 1000 Kilometern echt überrascht. Es ist wirklich bequem. Natürlich, wenn es solche unebenen Stücker sind wie hier, dann muss man einfach vom Gas gehen und muss langsamer durchfahren, weil sonst wird es einfach wirklich ein bisschen unangenehm. Aber es ist halt schlicht und einfach ein Nutzfahrzeug und das zu einem konkurrenzlos günstigen Preis. Und natürlich geht auch verhandlungstechnisch immer ein bisschen was. Das werden viele von euch, die Nutzfahrzeuge für Firmen kaufen, wissen. Da kann man immer ein bisschen nachverhandeln und kriegt dann einen besseren Preis. Bei Autohaus Auer haben wir das ganze Fahrzeug abgeholt. Vielen Dank auch dafür für die nette Zusammenarbeit, dass wir auch euch besuchen durften mit der Kamera. War sehr spannend mal zu sehen, was sich da alles so bewegt. Wenn ihr das Abholvideo sehen wollt, könnt ihr ganz einfach auf TomTour gehen. Dort findet ihr die gesamte Abholstory vom Transporter. Ansonsten bleibt mir noch eins zu sagen, vergesst nicht, Fluchtwagen, Vans & Trucks jetzt kostenlos zu abonnieren. Mein Name ist Tom, danke fürs Zusehen, haut rein und pfiat euch!